Ach ja, was für eine schöne Szene und ja. Die sah aber echt aus wie Sophia, kann man sagen, was man will. Die wurde irgendwie geklont, kann mir keiner erzählen. Ja, Verfall Fans Universum! Ey, so der Hammer. Das ist doch wirklich 1:1 umgesetzt worden. Ja, 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 gute Nacht. Was haben wir da über den Weg? Have a pleasant stay. Okay, we're checked in. Our rooms are open. I'm going to visit a subordinate who is stationed in this town. Feel free to walk around, but whatever you do, stay out of trouble. Ja, ja, natürlich. Wir zünden die Stadt an. All right, don't worry so much. I don't know about him, but do you really think I'd cause trouble? Why are you worried about me? I'm just saying what I think. Cliff, hör auf, den Ausschnitt reinzugucken. This town is lively with commerce, and that has attracted more than its share of shady characters. Guys like you are easy to pick fights with. Und Faye guckt dir auf den Arsch, alles klar. Und dann machen sie ein Sandwich. Then I'll just give as good as I get. No worries. That's what I'm worried about. Ah, right. Okay, I'm off. I'll be back by nightfall. Ey, was könnte ich denken, Leute? Herrlich. Das ist mein Zimmer, glaube ich. Nee, da hockt ja irgendein Spaß drin. Nicht mein Zimmer. Nummer 2, ne, irgendwas hässliches da drin. Dann muss es wohl Nummer 3 sein. Also ein bisschen abseits wahrscheinlich. Deswegen. Yep. Jetzt muss ich schlafen oder? Ah, yep. Anscheinend. Nö, anscheinend noch nicht. Laufen wir mal zurück. Speichern kann ich eigentlich nur. So, speichern. Daten, save. Ja. Ersten. Und gespeichert. Sorry, jetzt sind wir nicht fertig. Ich hätte es mal lesen sollen. Ja. Wo ist eigentlich hin? Laufen wir mal durch die Gegend. Einkauft habe ich schon. Ich will diese Scheiße machen, die mir mit dem anmault. Geh mal in den Osten. Was ist da was los? Oh, cool. Das wäre ganz gut zum Wiederbeleben eigentlich. Ja gut, geben wir jetzt das Geld dafür aus. Nein, nur ein Stück, also. Ich bin schon wieder pleite. Beschiss. Ein bisschen Leuten rum. Melle. Was ist denn hier unten eigentlich? Oh! That's right. Well,
smell of chlorine. That's right. Is that Amina? Nee, ist Sophia, die haben die Rolle getauscht. Of course I'm okay. Well, that sort of thing happens too. Yes, I agree. Is it coming from inside this house? Nee, Faye, die Stimme kommt aus seinem Kopf. Excuse me. Walking around outside and I thought I heard your voice. What a coincidence. And who's this? Oh, this is Fate. He's traveling to Aquios. Why, all the way to Aquios? On a pilgrimage? No, he's just traveling there. I thought you might have left by now. No, not yet. We'll stay in Paterni for one night, and leave tomorrow morning. Really? Tomorrow morning? I won't be able to see you off. That's all right. You don't have to see us off. Thanks anyway. Did you have something you have to do tomorrow? Yes. The two of us are going into the mountains to pick some flowers. Flowers from the mountains? To sell? I thought you grew your own flowers. These flowers aren't the kind you can buy. You have to pick the flowers of the wishing charm for yourself, for they say it won't work. The wishing charm? Right. You may not have heard of it. It's another one of the traditional charms of this area, just like the Maiden of Arisa. That's what that bouquet is. You pick a bouquet of the Palmyra flowers that bloom on the Mountain of the Gods yourself, and bundle them up, tying each with a wish. The Palmyra flower is pretty hard to find, you know. Huh. Kinda like the four-leaf clovers that Sophia used to love finding. They say that your wish will come true when your bouquet reaches 1,000 flowers. Palmyra, the goddess of the moon and rain, will hear you. But only if your wish is as true as your tears that fall like rain. She really grants your wish. That's right. All of us want the war to end. Everyone in town feels that way. That's why we're making our own wishing charms. Unfortunately, no one's wish has come true yet. Is that what you're wishing for too, Amina? Me? This girl wants to see her long-lost friend again. That's her number one wish. Of course, she wants the war to end, too. Oh, don't tell him that. Right, your old friend. I mentioned him, didn't I? I'd really like to see him again. Well, that's not all I'm wishing for, you know. What did you say? Never mind. It's nothing. I hope so. And I hope you get your wish. Thank you. I have to believe that my wish will come true. If you give up, then it's all over. Yeah, you're right. I have faith. Well, I have to get going. Take care of yourself, Amina. Please take care of yourself too, Fate. If you come through Paterni again, please stop by. I'll do that. May the grace of Abris be with you on your journey. Take care of yourself. May the grace of Abris be with you on your journey. Goodbye. Zu viel Informationen. Aber ich glaube, jetzt können wir wenigstens noch Bett benutzen.
bevor Zidane angreift. Okay, langsam ist es immer lustig. Ja, nochmal zurück in unser Hotel. Ich habe mir kein Geld mehr, so ein Scheiß. Na, ich frag lieber mal. Ah, okay. Das Zimmer ist fertig. Gut. Ich denke mal, das dürfte das letzte jetzt sein. Ah, ja. So ist er, jo. Yes! Ja, ja, schlafen. Geil, Faker mit offenen Augen schlafen. Amina. Sophia. I wonder what she's doing right now. I wonder if she's worried about me. Can't sleep? Yeah. Speaking with Amina reminded me of Sophia. I hope she got away safely. I'm also worried about Amina. Cold isn't serious. I don't blame you for being worried about Sophia, but there's nothing you can do about it. We gotta focus on what we can do here and now. Yeah, I know. That goes for Amina too. You'll only end up making things harder for both of you. Good night. Good night. Ja, ja. Wie oft sagt er eigentlich schon Not Bad? So, wir sind ausgeruht, können das Thema verlassen und ja, werden die Stadt jetzt irgendwie verlassen. Frage ist jetzt nur, wo? Ja. Sollte ich speichern? Ich denke mal, ja. Ich meine, wenn man die Möglichkeit hat zu speichern, sollte man das eigentlich auch tun. Nehmen wir mal zwei. Au. So, gespeichert. So, was ich immer mal schauen wollte, war, ob ich den Game Sound ein bisschen leiser krieg. Nee, scheint aber nicht so sein. Schade. Irgendwie habe ich immer so das Gefühl, dass die Charakterstimmen irgendwie so ein bisschen leiser sind, also dass der Gamesound zu laut ist für die Charakterstimmen. Naja. It's you. Was will die denn schon wieder? What a relief! I thought you'd gone! You're Amina's neighbor. What's wrong? Please, you've got to help me! It's Amina! Amina? Did something happen to her? Amina was on the mountain of the gods when she suddenly had an attack. She can't move. I'm too weak to carry her, so I came back to get help. An attack? Then there was something wrong with that girl after all. I'm afraid so. Amina has always been a frail girl. Oh, I should never have taken her up. Where did Amina collapse? In the mountains on the way to Sandmite. It's the forest to the west of the animal trail that runs alongside a pointy rock. Can you help her? Past a pointy rock. That'd be Dagger's Forest. It's the forest that lies to the west of this town. To the west. Got it. Hey, hang on a second. Look, Cliff and Nell, you wait in Paterni. I'll go rescue Amina myself. Whoa! You really think we'd let you go by yourself? Not a chance.
Not only that, Douglas Forest is full of bandits. I think it would be safe. Bandits! Bandits? That ain't good. Come on, let's hurry and get over to that Dugga whatchamacallit forest. Pronto! Let's go. Good luck to you! Das ist das Geilste überhaupt, ja. Ey Leute, das ist immer voll der Mann, die Musik, ja, sie liegt im Stern, wieder wohl in New York, komm, Alltagsmusik, lalala, alles ist schön. Nee, Moment mal, Westen war noch da. Moment mal, Westen war doch eigentlich hier. Ach, mir ist egal. Aber leider habe ich doch die Kamera wieder so bescheuert gedreht. Ich müsste... Ne, es muss doch links sein eigentlich. Ja, natürlich ist auch links. Was laber ich da? Ich hab die Kamera noch gar nicht so arg verdreht. Hm. Egal. Dumm. Pff, der Hammer, ey. Und jetzt kommt wieder die dramatische Musik. Ne, doch nicht. Mal gucken, wo die Banditen sind, ne? Die Tittos. Banditos. Ah, ja, schwere Cut. Was sind sie schon? Und die Skorpion ist auch noch da. Was sind sie denn? Ah, da. Was sind das für Wichtel? Tote Wichtel. Wow. Jawoll. Wow, was sind das? Das waren bestimmt 5 Stück. Und bringen nur 46 XP. Also jetzt wollt ihr mich verarschen, oder? Wenigstens der Skorpion bringt ein bisschen was in Kohle. Oder die. Was will denn der hässliche Sack da? Yeah, in your face, bitch! So. Die Skorpione. Jetzt krepier du Scheißvieh! Geht doch. Jetzt geben die einigermaßen Geld. Oh, das Riesenvieh. Und noch ein Skorpion. Yeah! Wieso blocken die meinen ersten Angriff seit neuestem immer? Was soll denn der Scheiß? Boah, komm, geh sterben. Bam. Och, 65 ist schlecht. So, geht's ja eigentlich weiter? Nö, eine Kiste. So. Ah, hier sind wir weiter. Ah, wahrscheinlich ist hier auch nur eine Kiste. Ja, ist schon gefunden. Wasser. Gut. Huch, jetzt doch heute. Egal. Tja, Leute, tut mir leid, aber jetzt werden wieder ein paar Kämpfe sehen. Aber egal. Ich meine, ich habe die letzten 2-3 Maps irgendwie bin ich durchgelaufen. Ich meine, jetzt kann ich immer wieder eine so ein bisschen aufdecken, so mehr oder weniger. Okay. Der nächste Kampf, erstmal die Map weiter aufdecken. So. Wow. Oh Jesus, ey. Oh, Gegner. Was ist das für ein Vieh? So was Spinnenmäßiges. Ja klar, da greift da ist so ein kleines Vieh auf der Karte. Ja, und so was Fettes ist hinten dran. Ist klar. Los, kipp oben. Oh, das lebt ja noch. Ja, yeah, ich sterb. Okay, bei dem Panzer glaube ich es wenigstens, dass es einen Angriff mal blocken kann. Aber manche Viechern frage ich mich echt, wie das funktionieren soll. Ach du Scheiße, Freund. Okay, ne, steigt gleich ein Level, aber... Boah. Brauch ein Cliff und fällt noch viel XP für ein Level. Eine Menge. Egal, was soll's.
Ja, nee, wenn ich weiter auf Magie mehr so skillen, werden sich die anderen beiden so einigermaßen Allround-Skiller, also alles nacheinander. Ich hatte noch nicht das Maximale, also ich weiß gar nicht, ob es irgendwann so Maximum gibt, wo man sagen kann, okay, du kannst keine HP mehr skillen oder so. Aber beziehungsweise es bringt nichts mehr, weil du bereits deine 9999 HP hast. Müssen wir halt mal gucken, wie sich das entwickelt. Ja, komm. Ah. Ja, ich bin immer noch benommen, ist klar. Ich spuck ja auch immer noch Feuer, ist nur in Ordnung. Ja, komm. Fangen wir an, hier Feuer zu rotzen, was geht denn ab? Ich auch noch, ja. So, so, gehen wir weiter am Rand entlang. Da ist noch so ein Bandit. Soll ich gegen den kämpfen? Ah, eigentlich müsste ich... Tue ich auch, aber erstmal im Map, wie gesagt. Immer schön erkunden. So. Ah, da ist schon der nächste Fight. Scheiße. Na komm her, du Wicht. Sind drei. Ja, drei, okay. Ja, klar, geblockt und dann bin ich konfus, ist klar. Arsch mich doch gerade, oder? Alter! Hey! So, dann skillen wir mal Neil. Ah ja, MP weiter, würde ich sagen. Yeah! Wir hatten jetzt. Na doch. Ganz schön Zahl. Gucken, kann sowas Neues eigentlich? Nee, kann man so lassen. Weil schauen wir mal die Level hier an. Oh ja, Level 4 ist cool. 1655, ach du heilige Scheiße. Ja, 552 Mal habe ich bis jetzt schon gekämpft. Wahnsinn. Ja, das meiste eh offscreen am Leveln. Nein! Ich wollte schon gleich hin. Ja. Obwohl, da muss ich wahrscheinlich hin. Ach komm. Erkunden wir jetzt das letzte Stück noch und dann gehen wir da rein. So. Jetzt haben wir hier in der Umgebung zumindest mal alles. Da oben geht es noch weiter. Wir haben gerade mal die Hälfte. Sogar noch weniger als die Hälfte. Jetzt gehen wir erstmal hier ins Land. Land. In den Wald. Land. Bundesland. Wald. Egal. Mir war es so, als würde die nämlich eigentlich gleich hier liegen. Irgendwie so. Geil. Ich glaube, kaum 2 Meter schon geht irgendwo wieder was Neues auf. Oh, eine Kiste. Ah ja, wir wissen noch, von denen zu viel haben. Hier noch was. Nein, was ist das hier eigentlich? Sieht interessant aus, aber irgendwie. Okay, hier geht's nicht weiter. Hier hoch. Nee, nix. Okay. Überall stehen Bäume im Weg rum. Nein, und da komme ich. Also nach oben. Ich hasse es, wenn sich der Weg so oft gabelt. Ah ja, wir wissen's. Oh, ich hasse es. Wieso gibt's die Dinger auch in so vielen Kisten? Okay, wenn nichts hier geht. Kiste. Nein. So, also wenn sie hier nicht ist, dann muss es doch woanders sein. Kiste, aber ich komme nicht dran.